Hallo, Let's Penny, wir zurück mit Super Meat Boy. Letztes Mal haben wir das Hospital geschafft und jetzt gehen wir in die Salzfabrik. Eine kleine, schöne Welt. Und wo ist denn das Inbrüch? Keine Ahnung. Könnt ihr mir bestimmt sagen, irgendwann mal in 2-3 Jahren. Ja, ich habe die Welt mal kurz angespielt, wo ich mit Aaron die letzte Aufnahme gemacht habe. Weil ihr sie mal sehen wollt. Es fängt schon wieder an zu lecken. Wieso leckt das zur Zeit? So, jetzt haben wir die Welt schon mal geschafft. Wir sind noch oben. Weiß ich noch? Da muss ich jedes Mal überlegen erstmal, wieso? Wieso? Wohin ich erstmal muss? Das ist eine lustige Welt. Ja, ich gehe hier jetzt schon ein bisschen vorsichtiger vor als in den anderen Welten. Berechtigt. Weil dieses Salz tötet mich und wir wissen wieder, wieso Salz Meat Boy tötet. Das soll man in der Fleischwunde Salz streuen. Oh, da war ja was. Da war ja was. Ich bin nicht überzeugt, dass man diese Bandage mit Meat Boy bekommen kann. Alter, ich spiele wieder einen Scheiß gerade zusammen. Sondersgleichen. Ja, aber... Ja, wir wissen, wie man hier hinkommt, zu dieser Warp Zone. Taube? What the fuck, Taube? Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Also, hier zur Warp Zone will, muss so weit wie möglich hier runterstürzen. Also so, dass er noch hängen bleibt. Dann wird er hoch genug gesteuert zu einem Schlüssel. Vielleicht zeigen. Okay, ich weiß gar nicht, wo der Schlüssel liegt. Ah, oh, das hat das. Das hat mich gerade aus der Karte geglitscht. Oh, das war das. Das war eklig. Das war eklig. Das war eklig, das Level. Allen die Warpzone ist hier eklig. Jetzt können wir uns erstmal diese zielsuchenden Laser. Aber jetzt wird es richtig lustig. Die Ähnlichkeit von mir. Die fehlen mir irgendwie bei I Wanna Be the Guide, dann gibt es noch diese Laser. Laser. Genau. Diese zielsuchenden Raketen. Wieso springe ich immer zu früh? So, und weiter geht doch. Und jetzt noch schnell von der Rakete erwischen lassen. Dann habe ich jetzt gewartet für das Level. Das lag extrem gerade. Nochmal.
mal, ich brauche die etwas Zeit. Das geht doch. Was hat das nochmal? Ach, das war das Lustige. Okay, bin ich doch ein bisschen schneller. Ja, war schon erst gedacht. Oder einfach nur lernen, wann die Raketen genau schießen. Nein, ja, schien noch mehrmals, wenn noch eine auf dem Bild ist. Das ist mir jetzt neu. Ich kriege jetzt recht viel neu in dem Spiel wieder, weil ich einfach lange nicht mehr gespielt habe. Das ist ein sehr lustiger Trick. Den muss man einfach gut sein. Niemals muss man jetzt da wegrennen, aber eins war hier unten. Das ist eine miese Bandage. Okay. Dass ich weniger Skill habe wie früher, war mir klar. Aber dass ich eine Bandage kriege, die so einfach normal zu bekommen ist. Okay, das ist sogar für meine Verhältnisse gerade ein bisschen übertrieben. Das ist Level jetzt einfach. So, es ist Zeit noch. Also die normalen Welten will ich zu 100% abschließen von der Zeit her. Ach ja, das kann ich auch töten, hab vergessen. Kann ich eigentlich hier durchfliegen? Ja, es geht. Bestimmt da durchfliegen, das heißt doch jetzt mal. Hahaha! Where is the champ? Ich nicht. Oh. Na, spring doch, dann spring eben nicht wie bei Kreissägen, hast du doch so gern. Also das letzte. Was sind da die Winde? Die Teile hätte ich gerne für diese Kreise in dieser Riesen, die hätte ich mal gerne für den Zug. Und ich bin die geil. Wieso springe ich immer so weit? Skill, wo bist du auf einmal? Nein, ich ruf Skill und mein Hund meldet sich. Das ist ein einfaches Level. Also, da kann ich glaube... Oh, das war das. Eigentlich ist es einfach. Ich kann es aber trotzdem nicht. Ich glaube, Welt 3, also die Welt hier ist die einzige Welt, die ich überhaupt nicht mag. So, und geschafft.
Was war das? Achso, das war das Lustige. Spring. Ja. Sterbe ich wie ein dreckiger Nun. Wieso fliegt er nicht so runter wie er soll? Dann machen wir es anders. Dann machen wir es eben nochmal anders. Jetzt werde ich wütend. Da kann man durchforschen, das weiß ich nicht. Irgendwie konnte man da... ja, schön. Ganz toll, Aaron. Du kleine, dreckige Fanhure. Ja, aber das ist eine Fame-Hure. Er weiß, dass ich so mit bei LP, dann werde ich es wahrscheinlich nicht privat spielen. Drum schaut er mich mal ein ganz bitter böse an. Ich hasse dieses Level. Ich hasse es. Ah, jetzt weiß ich, wie darf ich eine Taktik dafür. Einfach, gell? So, jetzt fehlen uns ein paar Level. Du bist so langsam, Meatball, auf der Weltkarte. Das hatte ich nicht schnell genug. Das dürfte schnell genug sein. Ja, schnell war ich. Auch eine ordentliche Zeit. Zack, Karte. Und... das. Ja, wieso habe ich da wohl keinen... Das dürfte eigentlich gereicht haben. Ja, das dürfte doch noch ein bisschen komplizierter werden. Ein bisschen länger. Und hier überhaupt die Top-Zeit, was ich, muss ich hier eigentlich schaffen. Ich sollte vielleicht nicht abspringen, es wäre nützlich, auf eine sehr skurrile Art und Weise, dass ich am Leben bleibe. Ja. Hier müssen noch 19, was war 19 jetzt nochmal? Weiß ich jetzt schon nicht mehr. Das war dick.
wirklich so, wie ich am Anfang geplant hatte. Verdammt. Verdammt. Gut, jetzt kommen wir zum Boss. Zu Brownie.